Hallo und herzlich willkommen zurück bei euren Amüsiertabletten. Heute wieder mit eurem Crunchkau und einer kleinen Tirpitz-Runde. Tirpitz-Runde ist jetzt immer die Runde, wenn wir mit Tirpitz spielen. Ja, ich weiß, wir haben sehr viel Tirpitz gespielt. Die anderen Folgen, die normale Folgen, wo wir alles andere haben, kommen auch noch. Ich habe mir inzwischen auch die Colorado gegönnt, beziehungsweise habe mal die Colorado erforscht, weil die kostet ja um die 6 Millionen Credits und so viel Credits habe ich nicht. Klar, ich könnte Creditpunkte tauschen und sagen, ich tausche 1000 Dublonen und habe dann 1,5 Millionen, da ich tausche meine 4.835 und habe 7, sind das 7 Millionen? Ja, 7 Millionen. Aber nein, die kann ich doch erspielen. Boah, hätte ich jetzt auf Kaufen gedrückt, wäre ich glaube ich ausgerastet. Ach, sei es drum. Wir starten nochmal mit der Tirpitz rein. Ich habe sie jetzt inzwischen auch mit Fähnchen ausgerüstet, nämlich 5 Reißzerschiffsreparatur. Minus 100% gefallener Bunkerdetonation. 5 Hilfsbereiche. Naja, auf jeden Fall, ich habe ein bisschen was eingebaut und wir starten einfach mit einer kleinen Runde Tirpitz. Und schauen mal, ob die Flut an Tirpitz derzeit schon mal ein bisschen nachgelassen hat. Jetzt die letzten Tage waren ja Tirpitz, Tirpitz, Tirpitz ohne Ende. Ich hoffe jetzt auch mal auf relativ normale Schiffe zu treffen am Magis, also ein bisschen bunter gemischt. Das Ganze auch mal mit ein paar Kreuzern mehr dabei. Das letzte Mal war ja ein reines Schlachtschiffen-Battle. Ja doch. Tirpitz, 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 alles klar, alle Schlachtschiffe sind Tirpitz. Bis auf die Fuso. gut. Aber ansonsten haben wir eine Menge Clevelands mit dabei. Aobas, Pensacolas, Atlantas. Ja, und die Map, die ich so hasse, Gefahrenherd. Jawohl. Ach, mir bleibt auch nichts erspart, Freunde. Ach ja. Warten wir mal ab, bis es wieder fertig geladen hat. Das ist mein erstes Match heute wieder, ne? Und dann kaum hat man mal sein erstes Match. Ich habe ja noch immer ein paar andere Matches gemacht, aber kaum hat man mal sein erstes Map, dauert das immer arschlange. Ah, ich bin zumindest nicht der Letzte, der hier reinspringt. Die eine Cleveland und der eine Zerstörer sind noch nicht da. Dafür ist die gegnerische Mannschaft komplett versammelt. Wo starten wir denn? Da. Oh, bei diesen kleinen Inselatollen da. Ach, kommt. Gib Gas. Fahre ich hinten rum? Was machen denn meine anderen Leute hier? Komm, wir laden jetzt erstmal die Panzerbrechende durch. Ich würde vorschlagen, wir gucken so ein bisschen auf die Seite mit unseren Kanonen. Drehen ja relativ schnell. Sieht man ja an der Gradzahl, wie schnell die auch drehen. Das passt also. Ich könnte natürlich, meine Feuerreichweite reicht jetzt schon, um an B zu kommen. Ich könnte natürlich jetzt mal Richtung. Ah, ich bewege mich mal Richtung C. Oh, da ist schon was. Lassen wir es mal regnen. Oh, ich hab die Tirpitz sogar getroffen, ey. Unfassbar. Huch, kleines Leck, huch! Nochmal leck. Ja, leck mich. Ach, shit. Schießt du etwa auf mich, ey? Mag ich ja gar nicht gut leiden. Fuso da hinten nervt mich ein bisschen. Oha, oha, die kommen. Oha, oh shit. Oh shit. Ein Zitadellentreffer. Drüben ist noch eine Tirpitz. Die ist da auch relativ lonely.
Man könnte ja mal in den Kampf mit ihr treten. Oder ich snack mir ganz kurz die Atlanta da. Na, so viele Entscheidungen zu treffen. Na, Ober! Oh, die Atago bricht aus. Ich weiß auch nicht, ob wir nicht zuerst lieber noch was anderes machen sollten. Zwar was getroffen, aber auch nicht wirklich recht. Wir biegen mal ein. Okay, die Atlanta haben wir scheinbar nicht wirklich getroffen. Die Cleveland könnten wir nochmal versuchen zu nutzen. Aber die ist auch so blöd. Dann versuchen wir es lieber mit der Pensacola. Wie kommen die? Nicht wirklich gestreut. Ja, ein bisschen vor noch. Aber getroffen. Mein Gott, was ein Match hier. Ja, die anderen kamen nicht mehr so. Irgendwas passiert da gerade mit der Pensacola. Oh, die Pensacola blieb stecken. Na, einmal getroffen reicht aber nicht. Schauen wir mal, was wir mit der Fuso machen können. Bevor wir dann die Kanonen drehen werden. So, und jetzt müssen wir die Kanonen drehen. Oh. Getroffen. Ich weiß nicht für wie viel. Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt. Okay. Da müssen wir scheinbar mal kurz etwas eindrehen. Hallo. Boah, das wirst du bereuen. Oh, schade. Ich weiß nicht, Aober, ob das so die beste und klügste Idee war, die du hattest. Torpedobomber. Noch eine Tirpitz, eine Cleveland. Okay, wir werden doch wieder eindrehen. Boah, wie wendig die jetzt geworden ist, ey. Weil die kommen auf mich zu. Und die Fuso macht auch Faxen. Oh, guck mal, was da kommt. Oder besser gesagt, was da ist. Abbremsen, abbremsen, abbremsen. Shit. Schade. We're all below the waterline. We're flooding quickly. Kommen da jetzt auch noch Torpedobomber? Ja. Da, fress. Enemy Cruiser suck. Jetzt die Fuso. Problem solved, sir.
Shit, hat mich trotzdem getroffen. Mist, ich dachte, ich bin schnell genug. Nicht gut. Oh, jetzt wollen sie mich. Und das kriegen sie mich auch. Shit. Ja, ich werde absaufen. Ist mein Ruder eigentlich im Arsch? Ach ja, ist es. Oh, schon wieder. Abgelassen. Gerade so wieder kurz davor. Wenn ich jetzt wieder ein Torpedo treffe, wäre es ja... Oh. Da habe ich dann den Zerstörer tatsächlich mit Torpedos bekommen. Mit der Tirpitz. Tragisch, tragisch. Ich liebe diese Tirpitz mit ihren Torpedos. Daran denken, glaube ich, auch die meisten gar nicht, dass das Ding einfach mal Torpedos hat. Und dann kommen die so nah ran und fressen dann tatsächlich den Torpedo, ey. Leute, Leute, Leute. Da müsst ihr dran denken, wenn ihr gegen eine Tirpitz fahrt. Das Ding hat Torpedos. Geht nicht so nah ran. Mal von abgesehen, dass ich den gar nicht erst gesehen habe. Aber wieder, wie letzte Folge. Geschossen, dann bin ich explodiert. Und diesmal war es ja wirklich knapp. Ich habe den gerade abgesetzt, dann bin ich in die Luft gegangen. Hätte ich noch ein bisschen länger gezögert, dann wäre alles vorbei gewesen. Und dann, zack, erwischt. Ob das Match wirklich gewonnen wird, ich wage es mal arg zu bezweifeln. Aber hey, es hat Spaß gemacht. Wir gehen zurück zum Hafen. Machen einfach daraus eine ganz kurze Tirpitz-Folge. Morgen zur selben Stelle hier an dem Kanal gibt es dann wieder die ganz normalen Folgen von uns aus unserem Livestream. Und danach natürlich auch wieder ganz normale Folgen mit unseren normalen Schiffen, die ihr hier unten sehen könnt. Da wird es also auch mal wieder 4er, 5er, 6er Gefechte geben. Mit den 8ern haben wir ja die Atago, mit den 7ern Atlanta. Allerdings wollen wir natürlich auch möglichst viel zusammenspielen. Und da sind wir derzeit bei 5 und 6. Von den Stufen her, die der Rockbock hat und der Hackbart hat. Und deswegen werden wir da dann auch erstmal vorerst bleiben. Ich werde trotzdem immer mal wieder eine einzelne Tirpitz-Folge reinbringen. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hoffe, ihr konntet auch wieder so ein bisschen schmunzeln wie ich zum Schluss. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Crunch Cow oder aber eben auch mit den anderen Amüsiertabletten zusammen. Und dann eine Runde World of Warships. Bis dahin wünsche ich euch was. Haut rein. Ciao.